mal, wer seid ihr und woher kennt ihr euch? Ich bin Jessie, ich bin 24 Jahre alt und eigentlich war Bruno so ein bisschen lieber auf den ersten Blick, aber dann haben sich unsere Wege getrennt und Anfang des Jahres wieder gekreuzt. Und seitdem fast so ein bisschen unzertrennlich. Ich bin Bruno, ich bin 27 Jahre alt und kenne Jessie seit, wir kennen uns schon länger, aber ich würde sagen, seit einem Dreivierteljahr jetzt sind wir richtig befreundet und hängen viel miteinander ab. Warum seid ihr mit hier? Sag du es mir, ich bin mitgeschleppt worden. Ich weiß, dass ich Fragen beantworten soll, darf über dich, aber so viel mehr weiß ich noch nicht. Wir sind heute hier, weil wir über ein Thema sprechen, worüber viel zu wenig gesprochen wird und worüber vor allen Dingen in unserer Freundschaft auch noch gar nicht gesprochen wurde bisher. Und auf einer Skala von 0 bis 10, wie gut kennt ihr euch? Wollen wir gleichzeitig sagen? 3, 2, 1. 8. 7. Ja, ich glaube, du hast recht. Ja, okay. Jetzt gehen die Fragen an dich, lieber Jessie. Es ist spät abends am Wochenende und sie geht im Dunkeln alleine nach Hause. Welche Vorkehrungen trifft sie? Schwer zu sagen. Keine. Also doch, es gibt bestimmt Vorkehrungen. Ich glaube nicht, dass Jessie so laut Musik hört, wie sie Lust hätte, zum Beispiel. Irgendjemand weiß meistens, wo sie ist oder ist informiert. Jetzt so aus dem Bauch heraus glaube ich nicht, dass du Waffen bei dir trägst oder dich noch weiter darauf vorbereitest. Ich treffe tatsächlich ziemlich viele Vorkehrungen. Ich habe eigentlich so gut wie immer, es sei denn, ich vergesse es, ein Pfefferspray dabei. Mhm. Und mache mir auf jeden Fall auch Gedanken darüber, was ich anziehe. Und je nachdem, um welche Uhrzeit oder bei welcher Dunkelheit ich nach Hause gehe, beeinflusst das auch meine Kleiderwahl. Mit den anderen Dingen hattest du auf jeden Fall recht. Ich höre meist gar keine Musik, weil ich Angst habe, dass ich dann irgendwas anderes nicht höre oder überhören könnte. Und es weiß auf jeden Fall immer irgendjemand Bescheid, dass ich mich gerade auf dem Nachhauseweg befinde. Bruno, bestimmt Sexismus und sexistische Übergriffe, die Art und Weise, wie Jessie sich kleidet. Ja, also einfach auch aufgrund von dem, was wir gerade eben schon gehört haben. Und ich glaube, so traurig es ist, bestimmt es bei so ziemlich jeder Frau inzwischen, zumindest in Großstädten, wie sie sich kleiden und anpassen. Also ich achte eigentlich schon immer darauf, dass möglichst viel bedeckt ist. Also auch im Sommer versuche ich entweder irgendeinen langen, dünnen Mantel dabei zu haben, der entweder meine Beine umhüllt, falls ich irgendwie einen Rock trage oder so, wenn das möglich ist. Wenn es natürlich zu warm ist, dann nicht. Ich achte auch darauf, dass ich dann in irgendeiner Weise durch die Kleidung irgendwie Schutz und so eine Hülle habe oder laufe auch ganz oft mit einem Hoodie rum und setze die Kapuze extra auf, um irgendwie ein bisschen männlicher wahrgenommen zu werden oder nicht direkt als Frau wahrgenommen zu werden. Und was bedeutet das konkret? Ja, dass sie sich vielleicht manchmal so fühlt, als ob ein Stück Freiheit genommen wird oder sie sich nicht ganz so frei kleidet, wie sie sich das gerne wünschen würde oder zutraut oder vielleicht andere Dinge im Kopf hatte oder sich anders wohler fühlen würde, anders mehr als sie selbst und sich dann zurücknimmt. Bruno, stell dir mal Folgendes vor. Jessie ist spät in der Nacht auf dem Nachhauseweg von der Arbeit und sie sieht, dass zwei Personen zwischen parkenden Autos Sex haben auf der Straße. Beide machen keinerlei Geräusche. Ein paar Meter weiter liegt ein Rucksack. Was glaubst du, wie reagiert Jessie? Ja, voll. Also ich kann jetzt gerade nur beschreiben, was mir durch den Kopf geht, weil bis du gesagt hast, da liegt ein Rucksack. Das war für mich so ein bisschen Hint zur Vergewaltigung. Ja. Keine Ahnung, super schwierige Situation, finde ich. Zumindest nachts, also wenn niemand Geräusche macht und man es trotzdem mitbekommt, zumindest auf sich selbst aufmerksam zu machen, ist, glaube ich, das Mindeste, auf was Jessie tun würde. Ich glaube nicht, dass sie einfach so, also die Polizei ruft oder jetzt
sofort noch viel mehr Hilfe sucht, ohne die Person zu kontaktieren. Ich glaube schon, dass sie den Schritt gehen würde. Ja. Tammy. Ich habe leider gar nichts gemacht, weil ich so überfordert mit der Situation war. Und also es war so ein Prozess. Ich dachte halt auch erstmal so, okay, da haben einfach zwei Menschen mitten in der Nacht vermutlich alkoholisiert Sex auf der Straße. Und als ich dann diesen Rucksack so ein paar Meter weiter gesehen habe, hat mich das halt voll aus dem Konzept gebracht. Und ich dachte so, okay, warte, irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich war so geschockt und habe mich so alleine gefühlt, auch weil drumherum auch einfach niemand war, dass ich mich nicht getraut habe, irgendwas zu machen und auch nicht hinzugehen und zu fragen, was ich jetzt rückblickend hätte auf jeden Fall tun sollen oder zumindest die Polizei zu rufen, wenn ich selber nicht in der Lage bin zu helfen oder mich nicht traue. Ja, also ich habe einfach gar nichts gemacht. Aus Angst. Ja. Trotzdem finde ich das irgendwie super nachvollziehbar, dass du so gehandelt hast, wie du gehandelt hast. Also weil alleine nachts dunkel als Frau ist ja schon bedrohlich genug und die Reaktion von irgendeinem Mitmenschen lässt sich ja so schwer abschätzen. Na klar. Wenn Jessie in einer ähnlichen Situation ist, was glaubst du, wie hätte sie es gerne, das Außenstehende handeln? Das Außenstehende überhaupt handeln und nachfragen oder für sie eintreten. Also ich meinte, ich finde, manchmal reicht ein Blick, um sie anzusehen, ob das gerade cool war oder nicht. Und ich finde, das ist so ein bisschen das Mindeste, was helfen kann, was auch ihr vielleicht Sicherheit geben kann, dass sie gesehen wird und jemand da ist. Aber es kann auch, wenn die Situation jetzt extremer wird, ist es vielleicht auch nicht genug. Sondern dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich wünscht, dass jemand für sie einsteht und im übertragenen Sinne noch Platz macht oder ihr mehr Sicherheit gibt. Jetzt hast du die Chance, Jessie nochmal alles zu fragen, was du fragen möchtest über sexualisierte Gewalt, Belästigung, Sexismus, alles, was dir auf der Seele brennt. Also jetzt zwischen uns persönlich brennt mir irgendwie die Frage auf der Seele, warum wir noch nicht so drüber gesprochen haben oder was es gibt, worüber wir hätten sprechen sollen. Ich habe mich halt auch irgendwie in diesem ganzen Interview oder in dem Zuge der Vorbereitung für dieses Interview gefragt, warum wir eigentlich noch nicht drüber gesprochen haben und mit wem ich da überhaupt irgendwie mal drüber gesprochen habe. Also es ist irgendwie so normal für uns Frauen, dass das einfach so alltägliche Situationen sind, mit denen man aufwächst, vor denen man gewarnt wird, wenn man klein ist. Lauf nicht alleine im Dunkeln rum. Irgendwie so. Dass ich glaube, dass man da einfach vergisst, drüber zu sprechen. Voll. Voll. Also auch weil ich glaube, dieses ganze Thema ich persönlich ja noch voll unterschätze, weil es sich für mich so ungefährlich anfühlt oder für mich so wenig ich vielleicht auch so wenig drüber nachdenke. Und ich meine, einfach ein Austausch sensibilisiert ja schon und hilft ja irgendwie immer. Ich meine, andere Leute posten es fast täglich in ihrer Insta-Story und beschweren sich über irgendwelche Catcalling-Aktionen. Ich finde umso krasser, dass das Thema in so einer Freundschaft gar keinen Platz findet. Ja, das stimmt. Was habt ihr heute übereinander gelernt? Fangen wir mal an. Was habe ich über dich gelernt? Also ich muss sagen, ich bin überrascht über deine Antworten, weil ich glaube, ich hatte eine zu hohe Erwartungshaltung an dich, dass du ganz genau die Antworten liefern kannst, die ich quasi auch geliefert habe. Aber kannst du gar nicht, weil du weder die Situation noch die Erfahrung gemacht hast und auch ein Mann bist, der einfach anders aufgewachsen ist und dem andere Dinge passiert sind als den meisten Frauen. Boah, ich bin wahrscheinlich leider nicht so richtig erstaunt über das, was ich jetzt über dich erfahre, aber es wundert mich nicht so. Wahrscheinlich nehme ich dich einfach als oder sonst als noch viel stärker wahr und denke manchmal, dass du also durch deine Art irgendwie ein bisschen über solchen Themen stehst oder auch dich sowas
dass dich sowas einfach dann auch einfach kalt lässt. So, also das, und das ist, glaube ich, das größte Learning, vielleicht öfter nachzufragen oder die Möglichkeit für einen Austausch zu bieten, wenn du ihn haben möchtest oder suchst, oder dir auf jeden Fall die Gewissheit zu geben, dass ich auch dann für dich da bin. Danke. Ja, so.